Heute berichten wir Ihnen über eine aktuelle Studie im New England Journal. Es geht um Haloperidol zur Behandlung des ILIA bei Intensivpatienten von Anderson, Ranberg und Coworkers. Die Behandlung eines Delirs mit Haloperidol, einer auf der Intensivstation häufige Praxis, hat in einer randomisierten Studie die Sterberate der Patienten zwar leicht gesenkt. In anderen Endpunkten wurden nach den im New England Journal of Medicine publizierten Ergebnissen keine Vorteile erreicht. Etwa 30-50% aller Intensivpatienten entwickeln ein Delir, das mit einem erhöhten Sterberisiko verbunden ist. Viele Intensivmediziner behandeln die Psychose mit einem Neuroleptikum, obwohl nicht sicher ist, ob das Delir oder die zugrunde liegende Erkrankung für das erhöhte Sterberisiko verantwortlich ist. Am häufigsten wird Haloperidol eingesetzt, das eine starke Wirkung hat, die relativ schnell einsetzt. Die extrapyramidalen Nebenwirkungen, die Haloperidol in der ambulanten Medizin zu einem unbeliebten Reservemittel gemacht haben, spielen auf einer Intensivstation keine Rolle, zumal sie nach dem Absetzen in der Regel reversibel sind. Vor 4 Jahren hatte die MIND-USA-Studie gezeigt, dass die Rückstellung mit Haloperidol oder dem neueren atypischen Antipsychotikum Ziprasidon die Prognose der Patienten nicht verbessert. Jetzt kommt die überwiegend dänische AID-ICU-Studie zu ähnlichen Ergebnissen. An 16 Zentren waren zwischen Juni 2018 und April 2022 insgesamt 1000 Patienten, bei denen es auf einer Intensivstation zu einem Delir gekommen war, auf eine intravenöse Behandlung mit 2,5 Milligramm Haloperidol oder Placebo randomisiert worden. 2/3 der Patienten wurden maschinell beatmet, etwa die Hälfte der Patienten hatte ein hypoaktives Delir. Die Tagesdosis von Haloperidol konnte bei Bedarf auf bis zu 20 Milligramm erhöht werden. Bei einem unkontrollierten Delir wurden die Patienten in beiden Gruppen mit Propofol, Benzodiazepinen oder einem Alpha-2-Agonisten behandelt. Der primäre Endpunkt der Studie war die Anzahl der Tage, die die Patienten in den ersten 90 Tagen lebend außerhalb der Klinik verbrachten. Die beiden Komponenten dieses zusammengesetzten Ergebnisses, Tod und Dauer des Krankenhausaufenthaltes nach 90 Tagen, wurden ebenfalls bewertet. Sekundäre Endpunkte waren die Anzahl der Tage ohne Delirium oder Koma, definiert nach der Richmond Agitation Sedation Scale, der Ramsey Sedation Scale, der Motor Activity Assessment Scale oder der Glasgow Coma Scale auf der Intensivstation nach 90 Tagen, die Anzahl der Tage ohne mechanische Beatmung nach 90 Tagen, die Anzahl der Patienten mit einer oder mehreren schwerwiegend unerwünschten Wirkungen von Haloperidol auf der Intensivstation, die Gesamtzahl der schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen von Haloperidol auf der Intensivstation, die Anzahl der Patienten, die eine Notfallmedikation erhielten und die Anzahl der Tage mit Notfallmedikation pro Patient. Es wurden 1000 Patienten eingeschlossen. 510 wurden nach dem Zufallsprinzip der Haloperidol-Gruppe und 490 der Placebo-Gruppe zugewiesen. Insgesamt 13 Patienten, 19 in der Haloperidol-Gruppe und 4 in der Placebo-Gruppe, wurden nach der Randomisierung ausgeschlossen. Von 963 Patienten, das sind 96,3%, waren Daten zum primären Endpunkt und von 987 Patienten, das sind 98,7%, Daten zur 90-Tages-Mortalität und zu den sekundären Endpunkten verfügbar. Zum Zeitpunkt der Randomisierung hatten 447 Patienten ein hyperaktives Delirium und 540 Patienten ein hypoaktives Delirium. Die Charakteristika zu Beginn der Studie waren zwischen den beiden Gruppen einigermaßen ausgeglichen. Hier sehen wir auf die Patientencharakteristika: Haloperidol 501, Placebo 486, ist mittlerer Alter, 70 Jahre, 71 Jahre, weibliches Geschlecht 35,3, 33,1. Und hier sehen wir auch die Verteilung der Risikofaktoren für Delir. Blicken wir einfach mal auf den Punkt: erhielt Benzodiazepine im Krankenhaus vor Randomisierung 33,1 versus 29,4. Oder Alkohol, Übergenuss 17% versus 15,8%, aktive Raucher 31,30%, anamnestisch eine Erkrankung des Nervensystems bzw. psychische Störungen 5,8 und 6,0. Koexistierende Begleiterkrankung, hematologisches Karzinom 6664, metastasierendes Karzinom 3031, Covid-19 74 107, internistische Aufnahmen 63,5, 68,5, beatmet 63,9, 62,8, Vasopressin inotropica 54,3, 49,2, Nierenersatztherapie 15, 4, 14, 4. Vorhergesagte 90-Tagessterblichkeit mit dem SMS-ICU-Score 34,7, 34,6.
Während des 90-tägigen Interventionszeitraums erhielten die Patienten in der Haloperidol-Gruppe im Median 3,6 Tage lang eine Tagesdosis von 8,3 Milligramm Haloperidol und die Patienten in der Placebo-Gruppe erhielten im Median 3,3 Tage lang eine Tagesdosis von äquivalent 9 Milligramm zu Haloperidol, also Placebo. Die beiden Gruppen erhielten eine ähnliche kumulative Dosis von Haloperidol oder Placebo und die Menge an Haloperidol oder Placebo, die nach Bedarf verabreicht wurde, war in beiden Gruppen ähnlich. Open-Label-Antipsychotika wurden 13,2% der Patienten in der Haloperidol-Gruppe und 13% in der Placebo-Gruppe verabreicht, vor allem, weil sie ihre Zustimmung zurückgezogen hatten. Die Dauer der Anwendung offener antipsychotischer Mittel war in beiden Gruppen ähnlich. Hier sehen wir nochmal einige Studienverlaufsdaten. Mediane Dauer der Intervention 3633, die mittlere Anzahl der täglichen Dosierungen verabreicht 3436, mediane tägliche Dosis 8390, mediane kumulative Dosis 32,5. Erhielt von mehr als einer als benötigten Dosierung 72,7, 73,7 und wir sehen die Rescue Medication Propofol, Anzahl der Patienten 17, 6, 15, 0, Alpha-2-Agonist 47,7, 52,1, Benzos 27,3, 32,5 und offener Einsatz antipsychotischer Agenzien 13,2 und 13,0, also gleich verteilt. Die Haloperidol-Gruppe erzielte mit 35,8 Tagen versus 32,9 Tagen in der Placebo-Gruppe einen leichten Vorteil. Die adjustierte Mittlerdifferenz von 2,9 Tagen war mit einem 95% Konfidenzintervall von minus 1,2 bis 7,0 Tagen jedoch nicht signifikant. Auch die Zeit, die die Patienten in den ersten 90 Tagen lebend ohne Delir oder Koma verbrachten, war mit 57,7 versus 52,6 Tagen adjustierte Differenz 5,1 Tage minus 1,2 bis 11,3 Tage nicht signifikant länger. Ebenso die Zahl der Tage ohne maschinelle Beatmung 57,9 versus 53,9 adjustierte Differenz 4 Tage 2,2 bis 10,1 Tage. Ein signifikanter Vorteil wurde dagegen in der Sterberate erzielt. In der Haloperidol-Gruppe waren nach 90 Tagen 182 von 501 Patienten, das sind 36,3%, gestorben, gegenüber 210 der 486 Patienten, 43,3% in der Placebo-Gruppe. Die adjustierte absolute Differenz von 6,9 Prozentpunkten war mit einem 95% Konfidenzintervall von 0,6 bis 13,0 Punkten signifikant. Hier sehen wir noch die Endpunkte, primären Endpunkttage, lebend und außerhalb des Krankenhauses an Tag 90, 35,8 versus 32,9, nicht signifikant. Tod 36,3, 43,3, das war signifikant. Länge der Krankenhausbehandlung 28,8 Tage versus 26,4, nicht signifikant. Sekundäre Endpunkte wurden ja schon besprochen, zum Beispiel der Einsatz der Rescue Medication 57,5 versus 62,1 Tage ohne den Einsatz der Rescue Medication per Patient 2,9, 2,9, auch hier kein Unterschied. Tage lebend ohne Beatmung 57,9, 53,9 und Tage lebend ohne Delir oder Koma 57,7, 52,6. Hier sehen wir jetzt nochmal die Kaplan-Meier-Kurve für das Gesamtüberleben bis Tag 90 und hier sehen wir halt, dass die Kurven Placebo-Haloperidol relativ früh auseinanderdriften und dieses Ergebnis hat ja zumindest eine statistische Signifikanz, was das 95% Konfidenzintervall betrifft, erreicht. Auch in Subgruppenanalysen, hyperaktives Delir, Alter kleiner 69 Jahre, größer gleich 69 Jahre, Geschlecht männlich, weiblich, Aufnahmetyp chirurgisch, internistisch, Risikofaktoren für Delir vorhanden oder nicht vorhanden oder auch die vorausberechnete Intensivsterblichkeit mit dem SMS-ICU kleiner 25, größer gleich 25 zeigten letztendlich keinen eindeutigen signifikanten Unterschied. Sicherheitsaspekte. Die Zahl der Patienten mit einer oder mehreren schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen war in beiden Gruppen ähnlich. Kein Patient hatte mehr als eine ernste unerwünschte Reaktion. Die Anzahl der Medikamentenpatienten, die eine Notfallmedikation erhielten und die Anzahl der Tage, an denen eine Notfallmedikation eingesetzt wurde, waren in beiden Gruppen ähnlich. Diskussion. Eigentlich wäre die Sterblichkeitsreduktion ein starkes Argument für den Einsatz von Haloperidol. Nach Ansicht der Autoren sollte aus der verminderten Mortalität jedoch keine voreiligen Schlüsse gezogen werden.
Dies geschah vielleicht mit Rücksicht auf die Ergebnisse der MIND-USA-Studie, in der die Sterberate der Patienten nach 90 Tagen in der Haloperidol-Gruppe tendenziell erhöht war mit 38% gegenüber 34% in der Placebo-Gruppe mit einer nicht signifikanten Hazard-Ratio von 1,17, Konfidenz 0,99 bis 1,40. Die Autoren führen das bessere Ergebnis der ARD-ICU-Studie auf die höhere Stichprobengröße, breitere Einschlusskriterien, ein höheres Patientenalter, den geringeren Einsatz anderer Antipsychotika sowie den höheren Anteil von Patienten mit hyperaktivem Delir zurück. Die Autoren fassen wie folgt zusammen: In der aktuellen Studie von Intensivpatienten mit Delir führte der Einsatz von Haloperidol nicht zu einer signifikant höheren Anzahl von Tagen, die nach 90 Tagen noch lebten und aus dem Krankenhaus entlassen wurden, als im Vergleich zu Placebo.